I was 12 years old when my father is a dope. An accident, a automobilist, he had suffered. Then we were with my mother. And my mother, then we were so damn it, we were all in the land. And then we were working in a school, yeah. Then the mother that school, that took me with them, they were us antrekken, morgens. Und dann ging ihm noch in der Rosse, wo sie arbeiten deren. Und da habe ich dann mithelfen bei Abend hin von der Familie arbeiten, das bin ich gut gekommen deren. Das war das Anfangsleben für uns Familie. Und was da passierte? Wenn wir von der Schau zurückkommen deren, gingen wir hin in der Rosse, wir hatten dann immer viele Kaffee zum Topf machen, Milch, alles so was plant, Epi. Das war dann das Mantiment, was wir früh waren, wo die Familie von Eto leben deren. So ist das Leben best in der Rosse früh, als wir klein waren. Und da kam das Mann, als wir uns alle hart haben, in Kuhamanda, in der Kirche, zum Einsägen, dass wir Einsägen schulen. Ja, was war da passiert? Der Schaul war auf Portugiesisch. Und der Kuhamanda war auf Deutsch. Denkt, du bist ja noch, was wir es, haben wir es durchsetzen. Aber ich muss immer so sehen, Gott sei Dank, Gott ist doch so groß, dass er alle Beine an mich holen hat, dass ich bis heute noch bin und keine Juchte ziehe. Wenn er ist still, immer freut er sich bei Gott, Gott schon am Helmen. Gesundheit geben. Und das müssen wir alle haben am Leben. Wenn wir keine Gesundheit haben, dann habe ich kein Leben. Als ich in sein bin, dann habe ich am Limoeiro gewohnt. Von da bin ich nach Jetibá gestreckt, Municipal. Und da bin ich wohnen und bleibe 13 Jahre. Da habe ich Arbeit mit Hortalises. In der Kirche, was da heute steht, da habe ich Mitbogen geholt. Das ist eine große Kirche. Und von da an, das Jahr 1989 bin ich hingekommen, in Sebastian, wo ich heute noch wohne. Als ich hier hinkomme, ich habe sehr, sehr, sehr viel Mittel mit dieser Gemeinde. Die Gemeinde hat mir gesagt, zum Kassieren, Glück, und da habe ich dann meine eine Mandat komplett mit dem Segen. Und dann habe ich mir gesagt, zum Präsident der Gemeinde. Da habe ich zwei Mandate gehabt. Und mein ganzes Leben lang, bis heute, habe ich in der Kirche mitgeholfen, wo wir mithelfen, solange ich lebe. Ich meine, das ist der einzige Weg, wo wir uns Kinder müssen einlehren und das müssen wir auch machen. In einer Kirche ja, einsegnen und Gottes Wort hören und das Guten müssen wir auch brauchen. Ich meine, wenn wir das im Stich lassen, hat Andreas Mank, hat keine Synthese mehr. Heute, wo man hinkommt, ist alles politisch. Aber ich meine, da müssen wir alle mithelfen, dass nicht das Pommerisch hinbleibt. Was will ich damit sagen? Wenn wir eine kleine Nett haben, bis nicht, dann müssen wir wieder drüber leiden. Das ist der Ausspruch, Pommerspruch, nicht hinbleibt. Da muss mitkommen mit den Jungen. Aber was heute in der Paris ist, ist ja der Jene. Wo es hinkommt, erzählt er alles auf Portugiesisch. Und ich meine, brücke da wieder, da Deutsch liegt es noch. Ich befinde es sehr, sehr hübsch. Wenn man bei Festen geht, wo ein Hochzeit ist, da da alle, da Jugend, alle Top-Tanzer, Jung tanzt mit der Frau, alle Vater tanzt mit dem Mecke, wenn sie sind. Ich meine, das ist ein Zeichen, dass das Deutsch nie hinischer blieb. Was Pomerano für mich ist, dass ich mein Familie, was mein Pet und mein Großvater, Großmutter, die Kirche nicht kennt, das noch immer mitnehmen, erwiesen, das Sprach brücke wie und das müssen wir uns kennenlernen. Ich meine, der Sprach hat nada ver mit dem Menschen. Der Sprach kann da raus, wer es versteht, und wer nicht versteht, hat sie da und locken.